Naja, wir sollten mal ein bisschen mehr Gwind zocken. Gewinnt. Vielleicht gewinne ich auch dabei öfter. So. Gotta catch them all, ja. Oh, schön. Oh, was ist ich das? Ich suche eine Frau. Tipp. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Sind wir mal ein bisschen nett, ne? Wenn wir zur Sache kommen, hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Oh, er weiß davon. Schnaps in einen Krug? Wow, also ein Dieter werde ich auch. Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Interessant, okay. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Erraten. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Echt, ich könnte sie manchmal meinen, ich schaue einen Film. Die Animation von den Gesichtern ist einfach und, so lebensecht gemacht. Ich finde es geil. Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Klingt vernünftig, ja. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Klingt nach einem Date. Na dann. Dann sagen wir mal unserem Meister und Kollegen Wesemir Bescheid. Was ist denn, Wolf? Ah. Bis später, Wesemir. Achso, ich soll noch ein bisschen rumfragen. Na gut, machen wir das. Frage stellt sich nur, wo gehe ich jetzt am besten hin? Einfach raus? Na gut, dann gehen wir einfach raus und schauen wir uns einfach mal um. Oh. Die sehen sehr freundlich aus. Ah, das sind doch die vielen Typen von vorhin. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Oh. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Scheiße! Reiß die Eier auf! Sohn einer Ziege! Oh yeah, eine klassische Prügelei. Dein Arschloch! War nett, euch zu treffen. Mein Pferd ist einfach darüber über den gerannt, ey. Meine Güte, das sah brutal aus irgendwie. Ah,
wirklich mal gucken, wie man speichert, wenn ich schon dazu aufgefordert werde. Ja. Meditation vielleicht? Ah, achso, ich kann die Zeit ein bisschen überfliegen dadurch. Okay. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch hier haben. Ah, sowas wie Talente. Ja, wenn ich sogar... Ach, ich habe noch keinen Punkt verfügbar. Jetzt verstehe ich das. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Weltkarte. Oh, ich bin gespannt, wie groß die Welt hier ist. Okay. Oha, oha, wir haben hier verschiedene Königreiche, okay. Wow. Wow, ganz schön groß, ja. Und das sollen wir noch alles entdecken, wow. Ich bin echt, wow. Okay, also hier haben wir quasi Einführung zu unserem Inventar. Von Rüstungspunkten her, von der Ausrüstung an sich. Okay, also haben wir einmal ein Silberschwert, einmal ein Stahlschwert, dann unsere Standardausrüstung, die Jägerhose und das Jägerset sozusagen, wenn man so will. Eine Fernkampfwaffe haben wir im Moment nicht, dafür haben wir immerhin Bolzen. Hm. Dann gucken wir mal, dass wir noch etwas von Brot oder von irgendwas. Gerade so Apfel. Die tun wir mal anlegen und ja. Was habe ich hier? Ah, okay, für Alchemie. Gut, und hier haben wir auch den Punkt Alchemie natürlich schon. Und gut, aktuell haben wir jetzt auch nicht wirklich was an Zutaten da. Also, ja. Okay, schauen wir uns ein anderes Mal an. Nach wie vor halt noch die Frage, wie kommen wir denn zum Speichern? Vielleicht Select? Ah, natürlich das Select. Na gut. So, machen wir nochmal Speicher und setzen unsere Reise fort. Okay, die sehen nicht ganz so happy aus. Es ist so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Hm. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Hat sie euch gut beigebracht eigentlich? Aber ich bin ein Vertrauenswürdiger. Ich bin ein Hauptcharakter. Bram, bist du das? Du siehst aus wie Bram. Da treffen wir uns wieder. Ah, das ist auch. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer. Aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Oh, das ist ja großzügig. Ja, dann zeig mal, was du so hast, ne? Ah, hier gibt's schon mal Ausrüstung, wie ich sehe. Ah, cool. Aber schon ein bisschen teuer. Scheuklappen, Satteltaschen. Oh, ist ja interessant. Dann haben wir ja... Okay, Hasenfell. Repertoire-Set. Okay. Haben wir verschiedene Fellarten, okay. Temerische Rüstung. Ah, interessant. Ich hätte mir jetzt gerade mal so zwei von diesen Reparatursets besorgt. Ich glaube, das wird für uns irgendwann nützlich sein. Pass auf dich auf. So, und sprechen wir mal noch ein paar Kindern, ein paar Leuten hier. Oh, sieht das geil aus hier. Wow, echt schon grafisch. Zwei, drei. Die alte Hex kommt vorbei. Hm. Der Teufel aus der alten Schaft. Loia in Arfein. Gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wird der nicht wieder munter. Sprich mit dem Kommandanten, hm?
Tritt zurück. Okay? Ärmlich, finster und übelriechend. Die Leute sind alle so nett zu mir. Zumindest vom Militär, alle so nett. Und ne? Meinst immer gut mit mir. Sprich mit dem Kommandanten. Nordling? Okay? Tritt zurück. Okay? Ein Spanier? Okay? Wahrscheinlich nur die örtliche Miliz, die wir hier sehen. Hoppala. Alles gut bei dir? Was willst du? Ich will ein bisschen angeln. Nach was sieht's denn aus? Was willst du? Ich schau dir ein bisschen beim Angeln zu, ne? Ah ja, schön angeln, ne? Schön, ne? Ja, gutes Hobby, ne? Sprinten wir ein bisschen und laufen mal ein bisschen in die Gegend. Passt schon. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Gluir in Herzherr. Zutaten. Ah, ja klar, ich kann ja Alchemie machen. Dann sammeln wir mal ein bisschen was. Kann ja nur uns helfen. Ein paar Blütenblätter. Ah, da stehen, das sind auch die ganzen Sammelpunkte beim Dings. Stellkraut. Okay. Ansonsten immer mal wieder vom Weg abkommen, um ein bisschen Kreuze zu sammeln und so Zeug. Ah, da sind auch ein paar Bauern im Acker hier. Mutant. Ja, hallo dir auch. Was willst du? Na gut, dann halt nicht. Ich wollte ein nettes Gespräch führen, aber dann halt nicht. Then I will fucking not, if you don't want to, I guess. Kann ich mal ausprobieren, wie das ist mit dem Pferd rufen. Ah, okay, kommt er. Oh, da kommt er ja. Ist spannend. Komm schon. Na, dann reiten wir mal ein bisschen los. Auf jeden Fall entspannter, als immer durch die Gegend zu rennen. Dann bleiben wir, gehen wir mal vom Pferd runter. Das sind auch offen Leute. Willkommen am Arsch der Welt. Ach, so schlimm ist es hier auch nicht. Ich muss von mir und meiner Familie fern. Sind alle so freundlich hier. Schaut euch das an, wie freundlich die Leute hier sind. Mögen die Götter dich schützen. Hey, immerhin einer, der mich eigentlich so einigermaßen mag, ne? Schon tun die Gelenke weh. Harte Arbeit, harte Arbeit. Mögen die Götter dich schützen. Hey, ein paar Leute mögen mich ja doch. Hey, wuhu. Oh, sieht das Gras hier traumhaft aus, ey. Meine Güte, ich bin die ganze Zeit nur durch die Gegend wandern und Sachen anschauen. Ja. Oh. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh shit, bin ich schon zum ersten Mal gestorben. Oh, komm schon. Versuchen wir das Ganze nochmal. Ich muss mich ein bisschen mit dem Kampfsystem noch ein bisschen zurechtfinden. Ich bin auch viel zu Berserker-mäßig durch die Gegend am Rumlaufen. Und ja, denke da ist ein mehr, sagen wir, delikatere Spielweise gefragt.
So. Ich schau mal doch mein Pferd. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Pferd, Pferd? Ach da. Aber ich kann ja auch zu Versehen rennen. So ist er nicht. Halt! Ah, gehen wir mal runter. So, mit dem Pferd geht's auf jeden Fall ein bisschen schneller. Aber eine sehr schöne Atmosphäre hat man in dem Spiel. Finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie die das in Szene gebracht haben, alles. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Du bist schon der Zweite, der mich heute fragt. Ah, da sind ja schon wieder die zwei Viecher, ey. Die werde ich mich jetzt gerade mal kümmern hier. Okay. Also durchaus schon etwas schwerer, finde ich. Okay, ja, das eine Schwert ist für Menschen und das andere ist für... Okay, cool, cool. Da ist mir noch ein Apfel. Um den kümmere ich mich jetzt auch noch. Bam, Biatch. Okay. Aber ich schlag mich nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Erstmal noch ein bisschen Brot, erstmal ein bisschen Hühnerbein. Ja, heilen hier. Kann ich das da auch irgendwie essen? Wasserflasche? Ah! Okay, gut, gut, cool. Auf jeden Fall ist mir da schon ein Wegpunkt gemacht worden. Also wo der mich hinführt. Alter, ist das schön hier. Das für Viecher? Wölfe? Sieht aus wie Wölfe. Was ist der Leitwolf da drüben? Varg, okay. Die Viecher mit Level 4 habe ich schon kaum kletten können und der hat schon Stärke 5. Ja, das ist vielleicht ein bisschen riskant. Na, schauen wir mal lieber, wohin der Wegpunkt uns bringt. Oh, ich gucke gerade erstmal auf die Zeit, ja. Müsste auch allmählich mal den Part abschließen. Ah. Hier scheint wohl die Garnison zu sein. Ja, ja. Tatsächlich. Da befragen wir dann die Leute. Alles klar. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, bin mal gespannt, was die Garnison uns so sagen kann zu unserer, ja, zu unserer verbliebenen Liebe. Oder wie soll man das nennen? Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dann und macht's gut. Tschüssle.